Es laggt. So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2 Gitter Landwirtschaftssimulator 2013 wieder mit, leider Gottes, Tino. Hallo Leute, Arschloch Randy, danke, dass du auch hier bist. Ach, hast du Bin ein diese bisschen erkältet, Krankheit hatte namens Niesen, Tourette? ja. Nee, Niesen, ich bin erkältet. Ach so. Weißt du, Fixer! Ah ja, Boah, das natürlich. ist aber auch, ey. Hat mal jemand ein Taschentuch? Zufällig gerade. Ihn fragen. Nee, hier liegt nur meine Zewa-Rolle, aber da ist nicht mehr viel drauf. Oh. Ja. Und die Zewa-Rolle benutze ich nicht für das, was ihr vielleicht jetzt so denkt. Natürlich. Nein, die Zewa-Rolle benutze ich, um erstens nicht zu kleckern, wenn ich hier, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Ja, ich war nehme, so klassisch. ich habe meine Nahrungsaufnahme leider in der Woche zu 99% vom Rechner oder am Rechner. Und dass ich hier nicht alles voll schmier oder voll klecker, da habe ich immer ein Zewa parat. Dann, wenn ich hier was trinke, wenn ich ein Glas hier stehen habe oder so, stelle ich das auch immer auf so ein Zewa drauf. Dann wische ich mir den Mund nach dem Essen mal mit einem Zewa ab. Oder so ein Zeugs halt, ne? Was man halt alles so mit Zewa macht. Was man alles so mit Zewa macht, das war halt auch wieder nicht so. Naja, egal. Halt So. ja nicht kleckern. Ja. Ich frage mich auch, wie lange du brauchst, um die zwei Hänge auszulernen. Das ist echt, das ist traurig, ist das. Meine Fresse, ey. Heult da selber rum, braucht er selber 3,5 Stunden, fährt über 10.000 Felder, die keinen Sinn machen. Naja, aber wir sind froh, dass es hier wirklich, dass wir hier Stundenlohn kriegen und nicht auf Leistung bezahlt werden, ey. Ja, macht Standard, so kann ich mir immer zurücksetzen lassen, die Scheiße. Oh, haben und machen uns über Maggie immer lustig. Festgefahren hab ich mich nicht, ich war mal kurz im Weltall mit der Karre. Handbremse aus mit Z. Drei Stunden später warten immer noch auf Peter. Aber Peter kennst du auch. So. Weit und breit keiner zu sehen, einfach nur stille, leere Verlassenheit. Können wir eigentlich einen Drescher ein Bierchen trinken? Plups. Warte mal, hier irgendwo im Handschuhfach war da eins. Wo ist denn hier das Handschuhfach gleich nochmal gewesen? Ach, hier an der Seite da. Geht nicht auf. Randy wurde zugeschlossen. Huch, Richtig. rausgefallen. Ja, mein Bier. Brumm, ich kann voll am Hebel rumspielen. Brumm. Ach komm, wir heizen ein bisschen mit dem Drescher rum, was soll's. Mit dem Häcksler. Der hier so ewig lange braucht. Ja, warte mal, wir können ja hier so. Moment. So, hier. Ich häcksel schon mal weiter. Auch das. Das können wir hier hinlegen. Ding, ding, ding. Kommst du jetzt mal wieder oder wie sieht's aus? Ich kann noch ein Stückchen dauern, aber ich komme auf jeden Fall wieder. So, jetzt. Meine Fresse, ist ja echt langweilig hier. Du machst dir ja selbst langweilig. Warum mache ich es mir langweilig? Weil du es dir langweilig machst. Was soll ich denn machen? Du machst es dir langweilig. Manchmal siehst du wirre Sachen. Macht alles Sinn, man muss es bloß philosophisch hinterfragen. Philosophisch hinterfragen, so rum. Von wo kommt er denn jetzt? Jo, hat wieder gedauert, aber es Ein passt. bisschen ist gut, ja.
Ein bisschen halt. Dankeschön. Ja, ich hab's wieder essen. Ja, Salat. Ui. Ja. Das war dann in Köln nur ein bisschen schwer, ne? Was? Naja, Salat, das ist eine Großstadt. Da ist keine Tierhaltung oder so, ne? Dann musst du schon. Klar. Musst du dann schon ein bisschen was essen, was man in der Großstadt isst, also Fleisch. Ja, ob ich kein Fleisch essen würde, ey. Aber manchmal hat man so das Gefühl. Klar. Beziehungsweise du isst sehr wenig Fleisch. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nee. Ich esse schon gut Fleisch. So, gleich. Irgendwann kommt er hier. Der Onkel Randy, wo ist er denn? Ah, da kommt er angedüst. Oh. Was hast du denn mit dem Drescher gemacht, wenn ich fragen darf? Welchen Drescher? Oh Mann, wie hast du den gesehen? Bin ich so ein Bleppo wie du, das ist der Unterschied. Wieso hast du den jetzt gleich gesehen? Ich hab den extra so gut versteckt. Genau. Ich will weiterfahren, bitte. Ich denke, er hat einen Beifahrerstuff, wenn du es nicht gemerkt hast. Ja doch, ich saß ja drauf. Ja. Ey, verstehe ich überhaupt nicht, wie du den jetzt so schnell gesehen hast. Ganz komisch, ne? Ja, hab ich so ich gut Houdini versteckt. Ich bin Houdini persönlich, dir. Houdini? Houdini. Mit der Zauberflöte vielleicht, ja. Ja, so, jetzt steht das Essen vor mir und ich hab Hunger und der Part geht noch 8-9 Minuten. Das ist ein wenig verzweifelnd gerade. Oh! Du siehst jetzt wieder, jetzt drängelt er wieder rum. Ja, deswegen läuft die Uhr trotzdem nicht schneller. Ja, erklär das mal den Tino. Was denn? Ich wäre ja quengelig. Ich wär quengelig, wenn ich Hunger habe. Weißt du das eigentlich? Randy! Gott sei Dank ist Sheen mit dabei, die kann dir dann jedes Mal eins auf die Küche gehen. Wann? Wenn wir irgendwo sind, wo du drängelig bist. Zur Gamescom, wo wir gerade sind? Ja, ich kann mir das schon richtig vorstellen, so am ersten Tag. Ey, können wir rein? Nee, na das, so bin ich dann nicht. Es wird sowieso, es wird Hardcore-Stress, also auf der GC, das wird echt Hammer. Wir können euch ja mal so ein bisschen erzählen, was wir da so eigentlich alles vorhaben. Also Standard halt jeden Tag Gamescom, das ist logisch, aber wir kommen ja am Montag erstmal, also um 5, früh um 5 schlägt bei mir der Mr. Hotter auf. Ich weiß nicht, Montag? Am Mittwoch, sorry. Am Mittwoch. Früh um 5 schlägt bei mir der Hotter auf. Ist auch jemand von der Troubled Town Community und der Maru, also der von Dalukart, ne? Hier der Maru, der Liebe, mit dem wir mal Samstag streamen und auch aufnehmen und so. Ja, Mr. Maru, die zwei sind um 5 am Mittwoch bei mir, dann tun wir noch frühstücken zusammen und circa 5:30 werden wir dann losfahren, weil die zwei nehme ich mit, die lassen ihr Auto bei mir stehen und dann fahren wir zusammen auf die GC, da werden wir denke ich mal so um 9, 9:30, naja, 9:30 werden wir dann da sein, werden da denke ich mal unsere Sachen nur schnell ins Hotel schaffen und werden dann gleich auf die GC fahren. So, da gehen wir da rein, gucken, dass wir irgendwie die anderen alle finden, uns da treffen irgendwie. Keine Ahnung, wie das wird. Da haben wir noch keinen Plan. Und dann, ist es ja irgendwann Abend, wenn die GC zumacht am Mittwoch. Und was machen wir eigentlich Mittwochabend? Da gehen wir essen, ne? Wir haben erstmal von 18 bis 20 die Standparty von Runde Media in Astragon und danach. Ach ja, 18 bis 20 Uhr, genau. Rob und Rob seinen Kollegen. Essen. Ach ja, von 18 bis 20 Uhr sind wir bei der Standparty von Astragon und Rondomedia, genau. Hoffentlich ist ein Buschbaum da. Die gehören ja immer dazu. Naja, ich sag ja, hoffentlich sind die da. Dann muss ich die nämlich mal was fragen. Ah ja, willst du die Geschäftsbeziehung gleich kaputt machen? Wieso kaputt machen? Ich weiß ja nicht, was du die fragen willst. Wollt ihr einfach mal was fragen? Ah ja. Dass du immer gleich von negativen Sachen ausgehst, das ist schon vollkommen klar. Als generell pessimistisch eingestellter Mensch ist das ja von dir nicht anders zu erwarten. Richtig. Ja, okay, und ich versuche ihn ja. Nee, du bist pessimistisch. Und ich versuche ja Renny immer noch zu bekehren, das versuche ich jetzt fast ein Jahr lang schon, aber
Irgendwann wird mir das schon gelingen. Dann wird er die Frohnatur sein. Dann wird er nur bunte Farben tragen. Dann wird er den ganzen Tag kiffen und. Nee, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das unser Mittwoch. Nee, da ist noch nicht ganz vorbei. Dann gehen wir abends essen mit Lupus. Das ist ein Administrator von dem Black Collar Elite Server. Und mit Rob zockt und dann noch irgendwie einen Kumpel. Ne? Rob spielt, meine ich. Er hat auch. Er ist so ein. Eisenbahn-Zocker, Hardcore-Zocker, kann man schon sagen. Also er auf seinem Kanal findet ihr nur richtig krass mit Eisenbahn und so, Train-Simulator und Zug-Simulator und so ein Zeugs halt eben. So, mit denen gehen wir abends essen, dann werden wir komplett knülle im Hotel ankommen, werden, denke ich mal, noch eine richtig schöne Ziehung mit den anderen machen und ja, dann irgendwann ist es in der Nacht, dann gehen wir ins Bett, früh klingelt der Wecker, dann gehen wir alle miteinander frühstücken und gehen wieder auf die GC. Und jetzt kommt das Lustige, Donnerstag wird ein geiler Tag, weil Donnerstag findet das Mario Kart Event statt auf der Gamescom ab 14 Uhr. Und das Mario Kart Event wird Dalu mit moderieren. Also der wird da Schiedsrichter sein und wird da ein bisschen dabei sein als Co-Moderator. Und das geht von 14 bis 20 Uhr, 8 Stunden moderieren auf der Bühne. Also das wird echt krass werden und da sind wir auch, also da werde ich auf jeden Fall mit hingucken und Randy auf jeden Fall auch, weil alle anderen sind ja auch dort. Und werden uns das mal reinziehen und ja, dann schauen wir mal so ein bisschen, wie Dalu das da macht. Ne? Werden ein bisschen mit Schlüpfern beschmeißen aus dem Publikum und so eine Sachen. Und ja, dann 20 Uhr ist ja dann wieder Feierabend auf der GC. Dann werden wir uns, denke ich mal, alle fresh machen und werden uns alle treffen. Und dann gehen wir, Tino, McManius, Maggie, Geburtstag feiern, weil der hat nämlich am Donnerstag. Und ja, da werden wir schön essen gehen, irgendwo so ein Steakhouse oder so, keine Ahnung, schauen wir mal. Und halt trinken und wie es aktuell aussieht, sind wir da schon so 15, 20 Leute. Und da sind auch ganz... Was? Ja, war gut. Warum? Da sind keine 15, 20 Leute. Warum? Weil wir noch mehr sind. Ehrlich? Also wir sind noch... circa 30 Mann. Cool, freue ich mich ja noch mehr. Das habe ich dir, das erzähle ich dir seit Wochen, dass alleine André. Also wegen mir können es auch 50 Mann sein. Fast 10 Mann sind. Wegen mir können es auch 50 Mann sein. Also ich freue mich da wie ein Schnitzel. Ja, weil Tino zahlt ja. Tino zahlt nicht. Tino zahlt. Nee. Das kannst du sowas von. Ja, der Geburtstag hat zahlt auch. Ja, ja, genau. Wer hat noch Geburtstag? Ich nicht. Ja, ja, du hattest aber Nachfeiern, mein Freund. So, auf jeden Fall. Ja, Nachfeiern gibt's nicht. Entweder gibt's Vorfeiern oder Vorfeiern gibt's nicht, mein Kollege. Aber sicher doch. Nee. Na, auf jeden Fall sind wir dann schön essen, trinken und alles. Das wird super saulustig. Und ja, und ganz viele Leute bei meinem Geburtstag, boah, da freue ich mich übelst. Und naja, dann fahren wir wieder tot ins Bett und Freitag geht die Show da von vorne los. GC, dann Abonnententreffen, das erste, da bin ich... Ach nee, Donnerstag haben wir das erste ja schon. Am Freitag das zweite, da bin ich echt gespannt. Dann Freitagabend sind wir zum Grillen eingeladen bei dem Administrator-Team von unserem Teamspeak und... so weiter und so fort und von den TTT-Servern, das Team Shabby, wer es vielleicht kennt, das sind auch ein paar Leute. Da sind wir abends alle zum Grillen, alle Mann, und da sind wir bestimmt auch wieder 20 Leute oder mehr. Und das wird auch saulustig werden, denke ich mal. Da gibt es auch gleich die nächste Ziehung und ja, dann Samstag früh wieder auf und Gamescom, ne? Und ja, dann ist, glaube ich, Samstag ist ja das große Abonnententreffen und dann abends... sind wir ja, glaube ich, noch bei der GameStar-Party. Der ist die GameStar-Party noch. Wenn genau. Die ist. Ja, 18 Uhr ist. Oder so Samstag irgendwann, keine Ahnung, ist da die GameStar-Party. Dann treffen uns alle und dann gehen wir dann danach, nach der Gamescom, gehen wir dann mit den Leuten alle noch einkippen und so. Mal gucken, wer da alles dabei ist. Theoretisch ist ja auch PeteSpeed im Netzwerk und so weiter, aber ich denke mal, die weiß ich nicht. Kann mir nicht, man weiß es nicht. Beim Netzwerktreffen waren sie ja auch da. Ja, vielleicht. Vielleicht kriegt man ja sogar mal ein... mit PeteSmith irgendwie was hin oder so. Na, auf mal ein Foto oder so. Keine Ahnung, vielleicht sind die da, vielleicht sind die nicht da. Warum nicht? Ich kann nicht drauf verzichten. Warum? Ich finde Hardy saugeil. Ich finde Hardy ist cool. Der Rest so Bram und Hardy finde ich geil. Peter, naja, gut, Peter finde ich jetzt auch nicht so, aber Bram und Hardy ist cool. Wenn Bram lacht, da könntest du mich wegkauen. Egal was ist, ob es lustig ist oder nicht. Wenn der lacht, weiß ich nicht. Und Hardy ist halt geil, der dreht halt nur am Rad. Aber ist auch scheißegal, wenn die da sind, ist es schon auf jeden Fall, wäre es mal interessant, für mich zumindest. Und ja, ansonsten, und dann ist, dann werden wir wahrscheinlich komplett mausetot ins Bett fallen und Sonntag. Eigentlich nochmal GC, aber vielleicht schlafe ich da auch einfach raus.
Und ja, weil wir fahren ja dann Sonntag wieder zurück. Und dann, meine lieben Freunde, bin ich irgendwann zu Hause und dann freue ich mich auf meine weitere Woche Urlaub, die ich dann noch haben werde. Ah, und da, ja, brauche ich auch erstmal die Woche, glaube ich, nach den 5 Tagen GC. Das wird echt hart, ey. Da muss ich viele Videos schneiden, Vlogs machen und so von der GC. Ich will euch so viel wie möglich überhaupt zeigen, was da abging. Und ja, geil. Ich freue mich riesig. Und ich denke mal, habe ich den Part wieder komplett zugelabert. Tut mir leid. Warum auch nicht? Passt schon. Ja. Na dann moderieren wir ab. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine Bros und Randys Bros. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder am Freitag. Und ja, hinterlasst eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Tü-tü.